Ein Jahr intensive Planung hat gemeinsam mit Odenwulf das Messer erschaffen, das ich schon immer in der Natur bei mir haben wollte. Das sagt Fritz Meinecke über sein eigenes Messer, das zusammen mit Odenwulf entwickelt wurde und das wir uns heute in der Erstvorstellung gemeinsam anschauen werden. Ein ausführlicher Test folgt dann auch noch. Damit das Video aber dennoch für alle spannend bleibt, knüpfe ich die große Odenwulf-Verlosung direkt an. Dranbleiben lohnt sich also und nun viel Spaß beim Video. Bevor wir auf ein paar rechtliche Aspekte eingehen, hier mein Ersteindruck von dem Bushcraft-Messer. Zunächst einmal, und ich finde, das kann man auch ruhig betonen, gefällt mir die Verpackung sehr gut. Man erkennt direkt, dass das Messer im Rahmen einer Kooperation entstanden ist und vor allem als Geschenk macht die Box doch schon einiges her. Im Inneren befinden sich dann wie gewohnt das Messer und eine Kydex-Scheide. Und auf den ersten Blick gefällt mir auch das Messer wirklich gut. Diesmal gibt es übrigens keine Möglichkeit, das Messer individuell zu konfigurieren. Man kauft es also so, wie es ist. Olivgrüne G10-Griffschalen und eine Klinge mit Stonewashed Finish. Am Ende des Griffs befindet sich dann noch einmal etwas Paracord mit einem Totenkopf, der eben für das Fritz Meinecke-Logo steht, und das Logo ist auch noch einmal zusätzlich auf der Klinge eingraviert. Ein durchweg stylisches Messer also, das auf den ersten Blick aber ein wenig so aussieht wie das Ambulo Flat. Aber wer genau hinsieht, der wird deutliche Unterschiede erkennen. Wir haben hier zwar ebenfalls eine 11,5 cm lange Klinge mit Flachschliff aus D2-Stahl, diese ist aber deutlich breiter als beim Ambulo. Und auch der Griff sieht natürlich komplett anders aus. Ich muss sagen, das Messer liegt auch sehr gut in der Hand und der erste Eindruck ist somit wirklich vielversprechend. Ein Nachteil hat das Ganze aber nun doch, und zwar der Preis. Das Ambulo kostet gerade einmal 90 Euro. Beim Fritz Meinecke Messer sind es schon 140 Euro. Das sind rund 50 Euro mehr und ob einem das Messer dann nun wert ist, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Eine wichtige Besonderheit wollen wir dabei aber nicht unterschlagen, die Kydex-Scheide. Die kommt wie gewohnt mit einem Tech-Lock-System. Meins war hier nicht montiert, aber das ist auch gut so, denn ich bin eher ein Freund der klassischen Gürtelschlaufe. Und ihr seht es ja bereits selbst, das Besondere an der Scheide ist das digitale Tarnmuster. Verleiht dem ganzen Set auch nochmal einen ganz besonderen Touch. Und auch wenn ich mich hier wiederhole, mir gefällt das optisch schon mal wirklich sehr gut. Was übrigens auch neu ist, ist diese kleine Daumenrampe hier. Ein sehr praktisches Feature und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nicht zum letzten Mal gesehen haben werden. Ich möchte hier an dieser Stelle aber auch nicht zu viel verraten. Rechtlich ist das Messer als feststehendes Messer unter 12 cm Klingenlänge grundsätzlich erstmal 42A konform. Aber öffentliche Veranstaltungen, Waffenverbotszonen, der öffentliche Personenfernverkehr und vor allem Bahnhöfe und so weiter sind natürlich trotzdem tabu. Wer das Messer bestimmungsgemäß als Bushcraft-Messer draußen im Wald dabei hat, der sollte hier natürlich keine Probleme bekommen. Also immer entspannt bleiben. Kommen wir nun wie versprochen noch zur großen Verlosung von Odenwulf. Ich will das gar nicht großartig in die Länge ziehen, aber Odenwulf ist mittlerweile langjähriger Kooperationspartner meines Kanals und als Dankeschön an die ganze Community gibt es diesmal gleich zwei ganz besondere Messer. Das sind die beiden Messer, die so ziemlich jeder mit Odenwulf in Verbindung bringt. Das Ambulo und das Lupus. Das sind zwei wirklich tolle Outdoor-Messer, Kostenpunkt jeweils 90 Euro und ihr könnt diese Messer nun gewinnen. Hinterlasst dazu einfach einen Kommentar unter diesem Video hier. Schreibt doch zum Beispiel einfach mal euren ersten Eindruck vom Fritz Meinecke Messer auf und nehmt so automatisch an der Verlosung teil. Jeder Account wird dabei nur einmal berücksichtigt und der Versand erfolgt nur innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und natürlich lege ich auch noch ein Patch dazu und ein paar Goodies vom VDB, aber das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Da ich noch nicht genau sagen kann, wann dieses Video hier veröffentlicht wird, läuft die Verlosung ab Release-Datum zwei ganze Wochen lang. Kann also gut sein, dass ihr das Messer dann erst im nächsten Jahr bekommt, aber nähere Infos befinden sich wie gewohnt auch in der Videobeschreibung. Und damit wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, viel Glück bei der Verlosung und bis zum nächsten Mal.